Meine Freunde, hier, genau hier sind wir schon wieder. Ja, wir sind nämlich wieder im Mittelalter, aber nicht nur das, sondern auch noch in Hardcore Minecraft. Ja, das bedeutet, es wird sehr spannend, denn falls man sich an dem falschen Ort aufhält, zur falschen Zeit, kann gleich um die Ecke ein 30 Blöcke großer Drache sein, eine Hydra, die unendlich Leben hat, Zyklopen und noch vieles mehr wie Forstmoos und andere Dinge. Man stirbt also recht schnell, da sind wir uns mal alle einig, würde ich mal so sagen, aber das wäre natürlich relativ einseitig, wenn wir dauernd nur kämpfen würden. In der heutigen Folge werden wir unter anderem süße Pandas finden und an unserem gigantischen Schloss weiterbauen, und zwar in einer Höhe von über 170 Blöcken und noch einiges mehr. Allein für den Turm und den Fallschaden habe ich gleich zwei Totems auf Undying verbraucht, und ich hatte nur zwei, bedeutet, wir haben jetzt keinen Joker mehr, um mit dem Leben davon zu kommen, in allen Situationen nicht mehr. Und übrigens, falls du keine weiteren Minecraft Hardcore Videos mehr verpassen willst oder allgemein solche Videos in dieser Art hier, dann lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, damit du wirklich nichts mehr verpassen kannst. Ich würde es ebenfalls auch noch extrem feiern und dir auf jeden Fall wirklich ans Herz legen. Wow, to 3000 Abonnenten. Wann schaffen wir sie? Tag 168. Heute bin ich zunächst mitten in der Pampa gespawnt. Und wieso ist heute eigentlich ein anderer Tag als in der letzten Folge? Na, ich habe zwischen dieser Folge und der letzten Folge gleich zwei Livestreams gehabt, welche mehrere Stunden gingen. Die kannst du übrigens hier rechts oben oder in der Videobeschreibung abchecken. Und wie gefällt euch das Projekt eigentlich so? Soll ich nach diesem Video hier auch noch ein 300 Hardcore-Tage-Video im Mittelalter machen? Denn wir schaffen heute die 200 Tage. Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Ich war also auf dem Weg heimwärts, denn im Livestream haben wir sehr, sehr viele Monster hier draußen getötet und außerdem wäre mein Inventar voll, also das bringt sich so nichts mehr hier draußen zu sein. Bedeutet, es bringt im Prinzip ebenfalls nichts mehr, die Monster so zu töten, außer es wäre nötig. Mit Monster meine ich zum Beispiel Drachen und viele andere, und yay, im nächsten Augenblick fand ich sogar schon einen. Wurde auch direkt angeschossen bzw. angegriffen, und naja, ich habe ihn halt getötet, das muss man halt nicht weiter direkt so beschreiben irgendwie, denn einen Drachen zu töten ist bei mir oder allgemein in dem Projekt jetzt keine besondere Leistung mehr. Hashtag WeirdFlex. Und nein, ich bin nicht arrogant, aber ganz ehrlich, ich wette, wir haben schon 50 bis 100 Drachen oder so getötet, auch offcam. Diese Folge wäre auch etwas länger, da wir insgesamt 32 Tage spielen würden. Normalerweise sind es in dem Projekt ja so ungefähr immer 25 Tage, aber ich glaube, das dürfte eh keinen von euch stören. Ihr freut euch, ja, ihr habt mehr zu sehen, aber ich musste vorgestern bis um 1 Uhr in der Nacht aufnehmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich fuhr dann noch weiter mit dem Boot und fand sogar eine Hydra. Ich würde wissen, wie man sie bekämpft, nämlich mit Feuer, ganz klar. Aber zunächst hatte ich die falschen Items dabei, um sie zu bekämpfen. Dennoch keine Sorge, wir werden sie in der heutigen Folge noch bekämpfen und vielleicht sogar töten. Seid gespannt. Es ging weiter. Heute, genau wie in den beiden anderen Streams zuvor, habe ich mich wieder verfahren. Ich sollte mir, glaube ich, mal so die Koordinaten meiner Base merken oder aufschreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich nachgeschaut und bin dann in die richtige Richtung so gefahren, nach einer Zeit. Und nach langer, langer Zeit habe ich dann noch schon die ersten Anzeichen meines großen Turmes gesehen. Aber der Turm, den wir heute bauen werden, wird um vieles größer wie dieser hier. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ich kam zu Hause an, habe die zwei Level 4 Drachenschädel richtig mächtig platziert so und ein paar weitere Dinge gemacht. Daraufhin wollte ich diese, naja, keine Ahnung, diese japanischen Winddinger aufstellen, denn diese sehen mega gut aus, finde ich. Wenn man sie eben richtig aufstellt, das ist das Ding. Aber wie man sieht, sind sie etwas komisch beim Platzieren. Ich habe dann aber sogar eine Idee gefunden, wie man das macht. Die Säule wurde dann später auch noch verschönert. Das Ganze müsste ich nur ein zweites Mal für dieses andere Windding, ihr wisst schon, was ich meine, so halt machen, ne? Ich habe mir auch gedacht, ich sollte hier mal das Gras bzw. die Erde ein bisschen erweitern. Das würde ich auf jeden Fall bald machen. Damit habe ich auch heute begonnen. Fürs Erste habe ich aber nur einmal Erde heute geholt. Die störenden Bäume habe ich heute in der Früh erstmal entfernt, und das ist auch praktisch, weil dann habe ich auch gleich so Holz gefarmt gleichzeitig und so. Und daraufhin ging es auch schon mit der Erde los, also mit dem Erde platzieren. Ich hatte halt wirklich sehr viel hier vorne. Ich hatte eine Zuckerrohrfarm, mehrere Stähle, Kisten hatte ich und das Ganze. Also es wurde wirklich einmal Zeit, hier etwas mehr Platz zu machen. Ja, und das war es eigentlich so für heute. Tag 173. Der Kuhstall, wie man sehen kann, war schon in den letzten Folgen eigentlich schon von Anfang an ziemlich überfüllt so. Und außerdem bräuchte ich auch kaum Fleisch oder Leder so. Und deswegen, ja, sind da immer sehr viele Kühe. Ne? Es starben dort auch schon viele, das ist so ein Micro-Feature, wenn zu viele Mobs auf einem Ort sind, dann sterben halt ein paar davon, und es ist auch nichts Seltsames mehr, wenn dort einmal so ein paar rausbuggen oder so, weil es eben so verdammt viele sind. Deswegen habe ich den Kuhstall halt auch noch etwas erweitert, und er ist ebenfalls viel schöner als vorher, finde ich. Jetzt würde ich den da sogar stehen lassen, so ein paar weniger Kühe, und dann wäre das Ganze schon fast idyllisch eigentlich. Und ich konnte die zweite Holzsäule mit diesem, ihr wisst schon was, halt platzieren, und es passt wirklich gut. Ich überlege nur, ob ich das Schwarzeichenholz eventuell durch das Savannenholz, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, ersetzen sollte. Aber erstens habe ich noch nie Savannenholz
oder wie es auch immer heißt, in dieser Welt gefunden. Selbst in Savannen spawnt das nicht. Das ist wirklich seltsam. Zumindest glaube ich es, ich bin mir nicht genau sicher. Und außerdem passt dann so helles Holz mit dem restlichen Dunklen nicht so gut zusammen. Zumindest glaube ich das. Vielleicht sieht das ja mega nice aus im Endeffekt. Mal schauen, wenn es soweit ist. Ja, und die Erdfläche wurde heute schon an sich so fast fertig. Zuerst wurde heute unter dem Haus Erde geholt, damit ich an der Seite das Ganze abrunden könnte. Wäre ja blöd, wenn die Wiese einfach so schweben würde in der Luft und man darunter einfach alles sehen würde. Das habe ich so den ganzen Tag eigentlich gemacht. In der Früh wurde es heute weitergemacht und es wurde auch schon fast fertig. Das Ganze würde mir fürs Erste reichen. Denn man könnte ja später das Ganze irgendwie noch verschönern mit Steinen, irgendwie Laub oder so und das Ganze. Einen Zaun vielleicht, aber mir würde das erstmal reichen. Heute habe ich relativ unbedeutende Dinge gemacht und ich stand auch nicht Zeit AFK, um ehrlich zu sein, sorry. Heute war ich nicht mehr AFK. Die Zeit, als ich wieder da war, nutze ich zuerst einmal, um an den rechten Teil des Schlosses bzw. dem rechten Turm, wie später wird, halt weiterzubauen. Das habe ich relativ weit geschafft und ich wollte halt auch nicht immer, dass so alle Stockwerke gleich sind und gleich aussehen. Und deswegen habe ich mir ein paar Wege überlegt, wie man auch außerhalb das Ganze etwas verschachteln könnte. Also die Außenfassade und so. Und das habe ich mit vielen verschiedenen Treppen und Details, die nicht jeder gleich verstehen würde, so vor. Also ich will das so machen und dann. Und deswegen habe ich mit einem kleinen Balkon an der Ecke hier begonnen. Ich habe mir auch überlegt, wo ich diese Statue platzieren könnte. Naja, am Ende der Folge wird sie immer noch in der Kiste bleiben. Es ging weit und ich habe zunächst den unteren Teil des Balkons schön und gleichmäßig abgeschlossen. Ein Stockwerk tiefer würde dann ein breiterer Balkon kommen, welchen ich dann mit einer Treppe zum anderen Balkon so verbinden würde. Beim unteren hätte man auch einen breiten Eingang später zu dem jeweiligen Stock hier eben. Logisch, hoffe ich mal. Und ich glaube, ihr versteht jetzt so langsam, was ich damit gemeint habe mit Verschachteln. Genauso habe ich es auch eigentlich hier so allgemein im Haus vor. Mir ist vor allem aufgefallen, da ich jetzt so oft in der Luft baue und auch noch hohe Stockwerke haben werde, welche ich auch oft verwenden würde, dass es Zeit wäre für Elytras. Sollte ich mal wirklich überlegen, ins End zu gehen. Weihnachten ist ja schon eine Zeit lang her und theoretisch könnte man dann den Baum so wieder abbauen. Aber das wäre erstens mal viel zu viel Aufwand, wenn dann müsste ich ihn sprengen und das will ich auf gar keinen Fall so. Warum sollte ich? Wir werden halt den Christbaumschmuck aka die rote Wolle irgendwann in den nächsten Folgen abnehmen. Der Baum an sich ja nicht hässlich ist. Eventuell werden wir ihn halt nächstes Jahr, wenn es das Projekt noch gibt, wieder neu beschmücken, beziehungsweise eh dieses Jahr, wenn man es so genau nimmt. Es wurde weitergemacht und dieser rechte Abteil wäre für einen Turm viel zu breit und deswegen machte ich für das eine Drittel ein Dach hin, also ab einer gewissen Grenze hier, wie man sehen kann vielleicht, und die anderen zwei Drittel, die würden halt weiter rauf zu einem Turm werden. Holz wurde heute ebenfalls noch geholt, sowohl Fichte als auch Dark Oak. Ja, das war es auch für heute eigentlich. Ich hatte eine Idee, wie ich die höheren Stockwerke anders gestalten könnte und es ging immer weiter und weiter rauf. Ich habe mich bis zur Höhe 179 raufgebaut und ich dachte, dass es dort so ungefähr vorbei wäre, aber später habe ich dann herausgefunden, dass diese Welt irgendwie deutlich über 200 Blöcke geht, also ich weiß wirklich nicht, wie weit es geht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das damals so in der 1.16, glaube ich, das Projekt, ob die Minecraft-Welt auch damals schon so hoch war, aber ich glaube es nicht, um ehrlich zu sein. Wie man hier sieht, sind wir schon auf einer Höhe mit dem anderen Turm hier so irgendwie. Ja, aber da habe ich erst angefangen, so viel sage ich euch. Holz wurde heute in der Fuge geholt und ich ging weiter rauf. Ich habe halt weiter gebaut und auch noch auf der höchsten Spitze geschlafen. Und es gibt ja auch manchmal so spezielle Bedbugs, wo man dann auf einmal neben dem Bett spawnt oder wieder aufsteht. Ja, und dann würde ich runterfallen, aber das würde heute nicht meine zwei Totems kosten, sondern etwas anderes. Es ging immer weiter rauf und rauf und rauf und selbst ich habe in dem Moment kein Ende mehr gesehen, wie weit ich noch weitermachen würde. Ich hatte nur immer Angst, dass es jederzeit Stopp heißen könnte vom Limited her. So. Vor allem bräuchte ich halt noch einige Blöcke mehr, um halt das Dach noch zu bauen. Ab dieser Höhe habe ich aufgehört mit den Stockwerken und mit dem Dach angefangen. Das Dach aus Fichtenstämmen habe ich daraufhin entfernt und es durch Dark Oakwood Bretter ersetzt. Ich habe dann auch noch die Spitze erbaut und mich daraufhin auf sanftester Weise wieder heruntergebracht. Es ist schon wirklich gigantisch. Da beim anderen Turm das Holz aus Fichte bestand, habe ich das beim anderen Turm auch jetzt so gemacht, beziehungsweise ich habe das Dachholz wieder ersetzt. Es war aber auch wirklich nötig, weil ich allgemein am Turm viel Dark Oak verwendet habe, so wegen dem Kontrastteil ist das ganz wichtig. Ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet heute. In der Früh wurde wieder viel Sand für die Fenster geholt und den restlichen Tag habe ich halt noch sehr viel Holz gefahren und das Ganze. Ne? Holz wurde heute wieder einmal ebenfalls noch in der Früh so geholt und ich habe mich auch noch von ein paar Kühen getrennt. Keine Ahnung, ich habe in dem Moment halt gedacht, dass sie würden so zu Längen anfangen. Keine Ahnung wieso.
Etwas Stein wurde sich dann noch geholt und ich habe mit den ersten Steinwänden begonnen. Und das wäre halt so ungefähr der Eingang halt bei dem Balkon hier. Die Wand nebenan habe ich dann noch errichtet und ich ging pennen. 1:07, ja, der Tag. 1:07 ist gekommen. Da habe ich halt wieder weitergemacht und das Ganze, aber bald würde ich gegen die Hydra kämpfen, keine Sorge. Das erste Glas wurde benutzt und daraufhin musste ich wieder sehr viel Stein holen. Den habe ich dann wieder in den Ofen gelegt und ich habe mir auch schon auf den Weg gemacht. Mir ist dann auch noch später wieder eingefallen, da ich ja schon eine Hydra gefunden habe vor, sollte ich wieder umdrehen und das habe ich dann auch wieder gemacht. Es ging am Kürbisfeld vorbei und im Sumpf startete ich wieder meine Reise mit einem Fischerboot. Ich habe mir halt auch überlegt, so ein riesiges Wikinger-Schiff zu machen bzw. zu craften, weil wir haben halt eine Mod dafür, aber im Prinzip würde sich das gar nicht lohnen, da ich wirklich jeden Platz im Inventar brauche für die Schätze und das Ganze. Und manchmal muss halt mein Boot auch wegkommen, weil ein Boot ist nicht teuer. Und diesbezüglich wäre es halt kontraproduktiv, wenn ich mir halt jedes Mal so ein riesiges Boot neu craften müsste. Da also ein normales Boot nur 5 Holz kostet, werde ich wahrscheinlich bei dem bleiben. Ich habe lange gesucht, ein paar Vögel haben mich auch dann noch genervt, aber bevor ich die Hydra-Höhle gefunden habe, habe ich sogar noch 2 allerliebste Pandas gefunden. Die Koordinaten habe ich mir gemerkt und ich setze sie in 2 Boote, also die Pandas. Und diese würde ich auch mit Sicherheit in der nächsten Folge abholen und in unsere Base bringen, falls es eine Folge gibt, ne? Schreibt es mir gerne, wie gesagt, unten rein. Letztendlich fand ich aber die Höhle, also die Hydra-Höhle. Die Hydra war aber etwas weiter weg. Ich habe auch Lava mitgenommen, wollte in den Nahkampf gehen, aber leider ging ein Lava-Eimer drauf und ich hätte im Nahkampf sowieso keine guten Chancen. Feuer ist halt wirklich die Schwachstelle von der Hydra, so wie wir alle wissen. Allgemein sie dauernd zu hitten mit meiner Frostguide oder der Axt würde sie nur stärker machen, denn bei viel Schaden verliert sie einen Kopf, aber es wachsen daraufhin 2 wieder nach und das jedes Mal so, bis zu einer bestimmten Grenze. Der Typ von dem Modpack ist auch an ihr gescheitert, nur zur Info. Also baute ich mich hoch und wollte von dort aus die Lava-Eimer auf die Hydra werfen, sozusagen, besser gesagt meinen einen Lava-Eimer. Sie hat mich runtergehauen, ich konnte dann auch noch zwar kurz Lava neben ihr platzieren, aber viel würde das nicht bringen. Ich baute mich daraufhin viel, viel höher und wartete, bis die Lava runterfloss. Die Hydra starb, wir haben es geschafft, die Items sind zwar verbrannt, aber das wichtige Hydra-Herz war sowieso nicht dabei, glaube ich zumindest, habe ich so aus der Ferne nicht gesehen direkt. Mit dem hätte man halt permanent Regeneration und das ist schon wirklich stark, muss man sagen, aber ich müsste halt dafür in den Nahkampf gehen und ich habe halt gar keine Waffe mit Verbrennung drauf. Und es geht eigentlich nur um den Kampf, weil ich habe eh so viele Trophäen schon. Es ging weiter und ich baute zunächst diese Käfige hier ab, denn ich hätte schon eine Idee, was ich mit denen so machen könnte. Ich fand ein Forstmau, yay. Tag 190 waren gesagt. 190 Zentimeter, so groß bin ich auch im Real ungefähr, falls es irgendwen juckt. Der Forstmau glitschte sich manchmal auch gleich 20 Blöcke weiter weg, aber ich konnte ihn letztendlich sogar noch töten. Es ging wieder weiter, ich killte sogar noch einen Drachen zwischendurch, aber ich entschloss mich wieder nach Hause zu fahren bzw. zu gehen, denn im Livestream hatten wir eh genug Action im Prinzip und außerdem haben wir hier auch schon einiges erlebt, kann man so sagen. Und außerdem würde es jetzt spannend werden, denn ich würde mein letztes Totem verlieren. Das erste habe ich leider schon verloren. F. Ich kam heute sogar noch zu Hause an. Today nutze ich die Käfigteile, um einen Käfig zu bauen. Ja, krass, wer hätte es so gedacht. Aber letztendlich würde es wirklich gut aussehen, denn ich wollte das mit einem Kran auch verbinden, so als würde dann die Fracht irgendwie aufgenommen werden oder ähnliches. Es hat halt wirklich lange so gedauert, den ganzen Tag im Prinzip, denn die Teile vom Käfig sind wirklich sehr blöd zu platzieren. Ich konnte zumindest noch den Käfig ein wenig lagern, also mit Kisten und das Ganze, und ich ging daraufhin pennen, wieder mitten in der Luft. Ich bin runtergefallen, was soll ich dazu sagen? Der Minecraft-Gott hat mich davor bewahrt, mein letztes Totem zu verbrauchen, in diesem Moment zumindest. Aber dann wäre ich später wirklich gestorben, wenn ich jetzt mein letztes Totem verbraucht hätte. Ich baute halt noch weiter und baute diesen seltsamen Eingang zu dem kleinen Balkon hier. Heute habe ich eine Zeit damit verbracht, ein paar Wände auszuarbeiten und ich habe mir auch vorgenommen, ein paar Details zu errichten. Die 2 Seiten vom Turm wurden heute auch noch fertig, zumindest der Fichtenrahmen halt, ne? Daraufhin habe ich mir ein wenig Erde besorgt und einen Außentrupp gefunden, der mich gestalkt hat. Das erinnert mich irgendwie an jemanden. Ich habe dann sogar noch am Dach begonnen, wovon ich eben vorher gesprochen habe. Es wurde wieder einiges an Dark auch besorgt und das wieder einmal so den ganzen Tag. Eine große Erdtreppe wurde halt heute wieder errichtet, damit ich halt zwischen den Stockwerken relativ gut halt alles so im Griff habe und bauen könnte. Und ich habe auch noch ein paar Details wieder einmal so ausgearbeitet, selbst ganz oben sogar. Ich wollte dann später mit dem Glas beginnen, aber das Ganze ging sich heute leider nicht mehr so aus. Ich musste halt morgen wohl anfangen. Und heute am 196. Tag ist es passiert. Ich glaube, man muss dazu nichts mehr sagen, so außer F vielleicht. Bedeutet, ab jetzt würden wir sterben, wenn es wirklich
ausheißt. Das war jetzt zwar ein komischer Satz, aber naja, wir haben halt jetzt keinen Joker mehr. Ich musste wohl oder übel wieder das Wüstenmenschen aufsuchen, damit ich mehr von den Totems bekomme, beziehungsweise überhaupt mal wieder eins. Hinter der Fichtenholzseite habe ich zunächst eine zweite Wand, beziehungsweise Seite sozusagen errichtet, denn dort würde ich halt auch noch das Glas platzieren. Ihr werdet sehen, es sieht dann besser aus, wenn man es so macht. Und daraufhin kam auch direkt das Glas. Dann fing ich an, das Dach in die Länge zu ziehen, damit der Turm halt auch nicht nur aus einer Seite so bestehen würde, ganz klar. Mitten in der Luft ging ich später auf einer Blockhöhe von ungefähr 160 bis 170 auch noch schlafen. Und gebt auch mal, wie hässlich es hier unten aussieht. Naja, ich müsste normalerweise eh nicht hier runterkommen. Den restlichen Tag hatte ich halt noch viel zu tun, so mit Fichtenholz. Und als ich mich auf den Weg wieder machte, also raufzugehen, wurde es auch schon Nacht direkt. Der vorletzte Tag. Es ging mit der ersten Seite des Daches weiter voran und die Seite wurde halt auch noch fertig. Danach habe ich mit der zweiten begonnen und ebenfalls diese wurde fertig. So, die Kirsche oben drauf. Also das Ende des Daches wurde auch noch etwas spezieller gemacht, wenn man das so sagen kann, aber auch nicht zu imposant. Ich glaube, das ist aber trotzdem eine ganz gute Mitte. Und diese Bauhöhe, 177 Blöcke, auf dieser Bauhöhe, glaube ich so, bin ich mir sicher, dass ich wirklich sehr, sehr selten Zeit verbracht habe. Also ganz sicher habe ich hier oben schon mal was gebaut, aber nicht so viel wie hier auf jeden Fall. Der Ausblick ist aber schon wirklich bombastisch und ich ging auch perfekt zum Sonnenuntergang in der genau richtigen Richtung auf einer verdammt hohen Höhe schlafen. Der finale Tag. Tag 200. Zunächst wollte ich mal mit ein paar MLGs runter, diese missglückten mir aber anfangs sehr. Dann ging ich ein Stück und wollte mir das Ganze so ansehen und ganz ehrlich, der rechte Turm würde noch nicht so mega aussehen, da bin ich wirklich ehrlich, aber ihr müsst bedenken, der linke Turm hat ja schon Wände und andere viele Details, die man selbst von hier stark sehen kann. Und der rechte Turm hat nicht einmal Wände und viel, viel Erde klebt da noch dran. Vielleicht ist er auch ein Ticken zu hoch, aber wie auch immer, ich freue mich und im Nachhinein finde ich jetzt nicht, dass der Turm so schlecht ist, dass ich mich dafür rechtfertigen müsste. Von nahe sieht man aber schon wirklich, wie viele Details der linke hat, aber keine Sorge, die Details und beim rechten ebenfalls auch noch kommen. Und ebenfalls so viele auf jeden Fall. Ich habe auch bemerkt, dass man den Käfig kaum bemerkt, so im Prinzip. Ich glaube, ich müsste den halt ein wenig tiefer platzieren, aber dafür ist jetzt mal gar keine Zeit mehr. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge des Projektes machen, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen, es ist wieder einmal aufs Neue etwas Besonderes und schreibt mir gerne einen Kommentar unten zu diesem Projekt, zu dem Kanal oder zu einem Livestream, was auch immer. Es interessiert mich wirklich sehr und ich lese mir auch auf jeden Fall alle, und zwar ich meine wirklich jeden Kommentar hat so durch und lasst auch gerne ein Like da, damit noch mehr ehrenswerte Personen wie ihr auf diesen Kanal treffen und unsere Community zusammen immer mehr wächst und größer wird. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.